ihr Lieben, heute geht es mal um einen zweiten Teil und damit den Abschluss einer Dilogie. Und zwar geht es heute um Perfect, willst du die perfekte Welt von Celia Ahern aus dem FJB Verlag, der mir dieses Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön dafür an den Verlag. Band 1 ist übrigens hier und heißt Flawed. Und das hier ist Band 2, so sehen die zusammen aus. Und Band 1 habe ich auch schon rezensiert gehabt, das verlinke ich euch in der Infobox und in der Infocard. Und deswegen kommen wir jetzt zu Band 2. Keine Angst, ich werde nicht spoilern, was Band 1 angeht. Aber wenn ihr Band 1 noch nicht gelesen habt, dann ist es vielleicht sinnvoller, euch die Rezension von Band 1 anzusehen. Aber jedem das seine, müsst ihr halt selber entscheiden, ne? Es ist ein Hardcover, wie ihr seht, sieht auch ohne Umschlag wirklich hübsch aus, so. Also quasi das Cover nur ohne Beschriftung. Finde ich echt toll, dass der FJB Verlag das sehr oft so macht. Es kostet in Deutschland 18,99 € und Österreich 19,60 € und hat 478 Seiten. Worum geht's? Celestine ist in Band 1 ein Vorzeigekind und passt perfekt in ihre Gesellschaft rein, denn dort wird alles bestraft, was moralisch und ethisch falsch gemacht wird, gebrandmarkt, und diese Menschen werden aus der Gesellschaft quasi ausgestoßen. Das findet Celestine alles richtig, bis sie eines Tages selber einen Fehler begeht und selber ins Kreuzfeuer solcher Leute gerät und dann merkt, dass das vielleicht doch nicht so richtig ist, wie sie gedacht hat. Und jetzt im Band 2 geht es halt weiter mit ihr und ihrem Kampf. Ich muss letztendlich sagen, dass ich Band 1 besser fand, um einiges besser. Ich habe dem jetzt 3 Sterne gegeben, weil es noch eine gute, einen Schreibstil hatte, der halt sehr gut und flüssig und schnell durchgeführt hat, weil es gute Ansätze hatte, eigentlich eine ganz gute Message, was diese moralische Komponente angeht und so weiter. Aber ich muss sagen, sehr, sehr viel hier drin hat mir leider nicht mehr so gefallen wie in Band 1. Angefangen mit dieser Insta-Love-Story. Ich habe in Band 1 sehr gut gefunden, dass die beiden nicht direkt aufeinander losgegangen sind und hier große Love-Story gemacht haben, sondern dass sie haben sich quasi auch gar nicht richtig unterhalten im ersten Band. Und deswegen fand ich das schon besser, dass die nicht direkt die große Liebe zwischen den beiden hatten. Das hat Band 2 direkt kaputt gemacht, weil sobald die beiden sich treffen, ist das ganz große Liebe, obwohl die sich immer noch nicht quasi so richtig miteinander unterhalten haben, sich immer noch nicht wirklich kennen, aber es ist sofort die große Liebe. Kann ich nicht verstehen, muss ich wahrscheinlich auch nicht verstehen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich fand es zu schnell, ich fand, das geht gar nicht. Klar braucht es vielleicht eine Liebesgeschichte, aber es ist ein ganzes Buch, Leute. Ihr habt ein ganzes Buch noch Zeit, um die beiden sich ein bisschen näher zu bringen, um vielleicht am Ende zu einem Kuss hinauszukommen, was ich irgendwie realistischer gefunden hätte, als wenn sie sich hier treffen und puff, große Liebe. Aber ja, jedem das seine. Ich habe jetzt versucht, darüber hinauszusehen, war jetzt auch nicht so oft im Mittelpunkt der Geschichte, sodass es okay war. Aber ich muss sagen, dafür, dass Celestine im ersten Band noch so sehr auf Logik gepocht hat und dass sie halt so ein mathematisches Genie ist und so weiter und so fort, also es ging viel um Logik, fand ich hier drin, dass vieles nicht so wirklich logisch für mich erschien. Also aus meiner nicht mathematisch begabten Perspektive erschien es nicht sonderlich logisch, so einiges, was sie hier drin getan hat, weil es einfach sehr gefährlich war oder weil ich dachte, da gucken doch die, die dich suchen, als allererstes hin. Und wenn du schon mehrmals gemerkt hast, dass sie dich da suchen und dich zwar nicht finden, weil du dich gut versteckt hast, aber dass sie dich da ganz oft suchen, dann musst du doch irgendwann merken, dass du da nicht bleiben kannst, dass sie dich entweder irgendwann finden oder dass es halt einfach zu gefährlich für die Leute ist, die dich da verstecken. Aber auf die Idee kommt sie so von alleine nicht. Und ich weiß es nicht, ich fand das so ein bisschen komisch dafür, dass sie eigentlich so die logische ist, dass sie halt so oft so Sachen macht, wo man denkt, hä, wo ist denn die Logik dahinter? Wieso machst du das jetzt so? Versteht ihr, was ich meine? Fand ich einfach irgendwie nicht so passend. Es gab auch eine Szene gegen Ende dieses Buches, die mich verstört hat, wo ich auch dachte so, irgendwas stimmt jetzt nicht in Celestines Kopf. Es ist nur diese eine Szene gewesen,
Aber die trägt so eine große Wirkung für die Leser bei, die vielleicht noch minderjährig sind, weil ab 12 oder so wird dieses Buch ja gelesen und ist eigentlich auch passend für das Alter. Aber diese eine Szene vermittelt so eine Message an diese Kinder quasi schon, quasi noch, dass ich das bedenklich finde. Ich finde das bedenklich, dass man so eine Szene so dargestellt hat, so positiv dargestellt hat, sodass man das quasi anstreben sollte, auch sowas tun zu können oder zu wollen. Aber das ist eine vollkommen verstörende Szene und das ist kein gesundes Verhalten. Und das sollte man auch nicht so positiv darstellen, egal was für eine Symbolkraft das jetzt hatte und egal ob man eigentlich was Gutes damit meinte. Aber die Szene an sich war so furchtbar als Message an die jungen Leser. Diese eine Szene hat für mich sehr viel kaputt gemacht, muss ich sagen. Das finde ich einfach nicht gut. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was es war. Ich mache vielleicht am Ende noch so eine Spoiler-Minute für diejenigen, die es schon gelesen haben. Dann sage ich, was für eine Szene mir da so schwer aufgestoßen ist. Aber jetzt kann ich natürlich nichts dazu sagen, weil ich nicht spoilern möchte. Da schießt jemand schon draußen Raketen, denn es ist heute Silvester. Ja, aber das sind nur ein paar Stunden hin. Bisschen früh, aber okay. Dann fand ich, dass es am Ende sehr, sehr schnell ging. Dieses gesamte Buch spielt quasi an 3 bis 4 Tagen. 3 bis 4 Tage. Und im ersten Band war es auch schon nicht sonderlich viel Zeit, das da vergangen ist. Ich fand es einfach alles ein bisschen zu schnell am Ende und ein bisschen zu einfach auch. Ich fand es wirklich ein bisschen zu einfach. Und dann war das Ende auch so, wo ich dachte, so offen, da könnte ja noch sonst irgendwas passieren. Aber Celestine vertraute einfach so drauf. Obwohl sie vorher gelernt hat, dass man eigentlich niemanden, zumindest nicht der Gesellschaft und so zu 100% vertrauen kann, war das auf einmal so und sie hat allen vertraut und es war auf einmal alles super. Irgendwie konnte ich das nicht nachvollziehen. Ich fand auch vieles andere einfach zu einfach. Zum Beispiel, wie viele Leute einfach ganz schnell ihre Meinung geändert haben, das finde ich nicht sehr realistisch, wie es hier dargestellt wurde, dass es einfach so schnell ging, versteht ihr? Auch wenn man Beweise für etwas hat, gibt es doch immer noch Leute, die so realitätsfern sind oder das einfach nicht anerkennen. Ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der Leute so schnell zu überzeugen sind, wie es hier in diesem Buch dargestellt wurde. Also so gestreckt manchmal Trilogien sind, finde ich, dass sie auch manchmal es besser machen, indem sie darstellen, wie lange dieser Prozess eigentlich war und das dann realistischer machen. Und hier, wie gesagt, auch wo gerade beschrieben wurde, dass dieses ganze Buch nur an 3 Tagen oder so spielt, ging das einfach zu schnell. Es war einfach nicht realistisch in meinen Augen. Und zu Carrick muss ich noch sagen, dass ich es echt erschreckend fand, dass der junge Mann ein Wutproblem zu haben scheint. Also der wurde sehr, sehr schnell wütend und wurde dann auch sehr aggressiv und hat dann mit Sachen um sich geworfen und so. Oder ist einfach abgehauen und hat Celestine allein gelassen, im Stich gelassen. Ich weiß es nicht. Ich fand das so ein bisschen erschreckend, dass das auch noch als attraktiv teilweise dargestellt wurde. Finde ich so ein bisschen bedenklich, aber zum Glück war das nicht so oft der Fall, aber er hatte auch so ein kleines Problem, ja, damit, dass er Celestine halt zu etwas teilweise zwingen wollte, also sie dazu bringen wollte, etwas zu tun, was er unbedingt will, obwohl er weiß, dass sie das nicht will und sie halt im Unklaren darüber gelassen hat. Und zuerst war Celestine sehr wütend darauf, aber dann haben sie einfach nicht mehr darüber gesprochen. Es war einfach wieder gut, alles okay. Und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jeder hat sein eigenes Bestimmungsrecht und wenn Celestine das nicht möchte, dann hat er kein Recht dazu, sie dazu zu drängen. Und dann sollte sie auch nicht so schnell klein beigeben, ohne dass er sich so richtig deswegen entschuldigt hätte, hat er schon, aber obwohl er nicht so wirklich gesagt hat, dass es ihm leid tut, dass er das als falsch ansieht, weil das hat er nicht getan. Er fand es richtig. Ich fand es auf jeden Fall seltsam, wie die Charaktere sich hier entwickelt haben, beide. Aber ja, ich habe es trotzdem ganz gerne gelesen. Letztendlich ist das trotzdem eine interessante Geschichte und hat letztendlich trotzdem eine ganz gute Message dahinter. Deswegen kann ich das auch noch empfehlen. Der erste Band war aber bei weitem sehr viel besser. Aber es ist trotzdem lesenswert. Ich würde von euch auf jeden Fall gerne wissen,
wie ihr es im Vergleich zum ersten fandet, wenn ihr beide gelesen habt. Welchen fandet ihr besser und wieso fandet ihr ihn besser? Das würde ich auf jeden Fall gerne wissen. Und jetzt sage ich Tschüss an alle, die es noch nicht gelesen haben, denn ich würde jetzt gerne diesen Spoiler-Teil machen für diejenigen, die es gelesen haben. Also selber schuld, wenn ihr jetzt drin bleibt und gespoilert werdet. 3, 2, 1, Spoiler, riesengroßer Spoiler. Es gibt eine Szene gegen Ende. Wenn ihr es gelesen habt, wisst ihr jetzt gleich, was ich meine. Wo Celestine sich selber brandmarkt mit diesem Unendlichkeitszeichen, glaube ich, war es. Als Zeichen dafür, dass sie halt sowohl fehlerhaft als auch perfekt ist. Letztendlich ist das natürlich eine gute Message, dass man alles vereint, sowohl Fehler hat als auch perfekt ist und dass niemand von außen irgendwie bestimmen kann, was genau du bist und dich in eine Schublade stecken sollte, bla bla bla. Das verstehe ich alles, ist auch richtig, aber ich finde die Szene insofern verschreckend, dass kleine 12-jährige Mädchen und Jungen diese Szene lesen, wo sie sich selber mit einem heißen Eisen brandmarkt und denken, yay, man muss für seine Ideale einstehen. Man muss sich selber Schmerzen zufügen, damit jeder da draußen versteht, dass es einem ernst ist. Leute, das geht nicht. Genau sowas unterstützt doch zum Beispiel irgendwelche Justin Bieber-Fans dabei, die sich den Namen ihres Idols in den Arm ritzen. Das ist nicht, das ist genau dasselbe. Man tut sich selber weh, um eine Botschaft zu übermitteln und stellt das auch noch als positiv und richtig dar. Nein, es ist nicht richtig. Es ist nichts Gutes und Erstrebenswertes daran, sich selber irgendwas anzutun, nur um Leuten zu zeigen, wie ernst es einem ist. Nein, und das geht nicht an Leute da draußen, die halt irgendwie so ein Brandmal haben, weil das ist ja heutzutage irgendwie, glaube ich, auch in, dass sowas gemacht wird. Aber sowas wird im Tattoo-Studio gemacht oder beim Arzt heutzutage, wo es unter Aufsicht von Leuten gemacht wird, die wissen, was sie tun und die auch halt Schmerzmittel und so spritzen vorher. Das finde ich vollkommen in Ordnung, wenn jemand das als Schmuck an seinem eigenen Körper macht. Ist in Ordnung. Und damit könnt ihr dann auch eine Message übermitteln und so. Aber nicht, wenn man sich selber ohne ärztliche Aufsicht, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, was man da eigentlich macht, sowas macht, dann finde ich das nicht in Ordnung. Und dann das auch noch in ein Buch zu vermitteln für Kinder und das als positiv darzustellen, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Versteht ihr, was ich da meine? Ich fand diese Szene so furchtbar. Und ich weiß nicht, wie das durchgeht. Wunken hat werden können. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Wie seht ihr das? Was ist eure Meinung zu diesem einen, zu dieser Szene halt? Und schreibt halt Spoiler drüber, wenn ihr genau über das reden wollt. Oder schreibt mir eine PN, das geht natürlich auch. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.